Hallo. 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 Und ein herzliches Willkommen zu dem lang ersehnten, ja, wie soll ich sagen, Reboot des Kanals oder zur Fortsetzung von Bioshock. Ich habe keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Auf alle Fälle ist die Maus mal wieder unheimlich schnell. Ich weiß nicht, ob ich das erwähnt hatte. Das war mir auch schon beim ersten Teil aufgefallen, dass die Mauseinstellungen total sacken. Zumindest wenn man die so lässt. Komm mal, Steuerung. Ah. Das ist jetzt aber hart uncool. Warte mal. Maus mal so runterstellen. Das ist da irgendwie auch uncool. Ach so, probiert es einfach mal so. Wenn nicht, muss ich das einfach in der nächsten Folge ändern. So, und bevor ich jetzt hier noch weiter rumlaber, neues Spiel. Und ach, wir spielen mal auf leicht, einfach weil wir es können. Slicer ist die Bezeichnung für jene Bewohner von Rapture, die ihren Verstand durch die übertriebene Einnahme von Plasmiden ruiniert haben. Ach ja. 1958. Sehr schön. Er ist jetzt keine Gefahr mehr. Dies ist nicht deine Tochter. Verstehst du, was ich sage? Ihr Name ist Eleanor. Und sie gehört mir. Und jetzt knie nieder, bitte. Gentlemen, nehmen Sie ihm den Helm ab. Bitte was? Sehr gut. Nimm die Pistole. Halte sie dir an den Kopf. Feuer. Ja, es geht auf alle Fälle sehr interessant weiter. 10 Jahre später. Hallo?
bist du, der diese Geisterstadt zum Leben erweckt? Mein Name ist Tannenbaum und ich brauche dringend deine Hilfe. Versuch mich in der Bahnstation des Atlantik-Express. Aha, okay. Also mal eben schauen, wie die Maus ist. Ach, das geht ja eigentlich. Das habe ich mir schon mal vorgestellt. Können wir sie wahrscheinlich noch mal ein bisschen schneller stellen? Das ist ja... So. Die Vita-Champer bringt sie ins Leben zurück. Werbung. So. Also irgendwie ist das mit der Maus irgendwie totaler Murks. Habe ich das schon erwähnt? Ich glaube noch nicht, ne? So. Bisschen besser? Ne? Jetzt? Nee, noch viel schlechter. Geiler Scheiß. Kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Jetzt, ich denke mal so, am Anfang reicht das erstmal so. Babylon ist gefallen. Ja. Ist aber schon ein paar Jahrhundert Jahre her, aber... Macht nichts. Macht nichts. So, kennt man hier irgendwen? Ich meine, ich nicht, dass ich mich noch an den ersten Teil wirklich erinnern könnte, aber... ne? So... nee, nee. Ach, wir gehen mal weiter. Ich will eigentlich auch so ein bisschen, jetzt so beim Nachen-Reboot will ich eigentlich so ein bisschen versuchen. Oh Gott, wisst ihr eigentlich, wie doof das ist, wenn man sich die ganze Zeit selber reden hört? Hallo? Hallo? Komm da raus. Dann bleibt er halt drin. So, hier durch. Yeah. Gut, also um nochmal auf den Teil mit dem sich selber zu hören zurückzukommen. Das liegt daran, dass ich meinen Scepter, mein Gott, Setup ein wenig umgestellt habe. Und ja, jetzt so ein Live-Monitoring habe. Okay, so, Werbung für Adonis-Bäder und Ausflugsort. Habt ihr das auch gerade gesehen? Oh Gott. Lamp sieht alles. Ja, das kann man zwar von hier gar nicht lesen, aber das macht ja nichts, ne? So, was ist das? Achso, das Adonis Luxury Sword. Aha, toll. So, ja, Hochspannung. Ach, spielt er die nicht mal automatisch ab? Das ist ja doof. Muss er jetzt auf... Ah, doch. Ihr Superklempner. Ihr befindet euch jetzt unter dem Meer. Wenn ihr das sanfte Pochen von Wassertropfen auf eurem Helm hört, seid ihr schon gefeuert. Lektion 2. Ihr könnt tote Generatoren mit einem direkten Funken starten, aber bitte erst die Gäste aus dem Pool scheuchen. Die Herren Geldsäcke erschrecken sich, wenn sie Arbeiter sehen, die Blitze schleudern. Kapiert? Aha, okay. Electrobolt elektrifiziert ihr Leben. Plasmid-Werbung. Drücke M. Okay. Finde einen Weg hier raus. Der Poolraum hat keine Energie, sodass die Notausgangstür fest verschlossen bleibt. Finde das Electroball Plasmid im Plasmid-Therapiebereich, um die Energie wiederherzustellen. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Hoffe ich. Bestimmt. So, dann nehmen wir mal eben alles mit. Oh, das ist aber gemütlich hier. Ich glaube, hier bleibe ich erstmal liegen. So. Ein bisschen Eve kann nie schaden. So, Gatherer's Garden. Vater. Bitte was? Daddy hat geschlafen. Ganz, ganz lange. Und Eleanor hat dich vermisst. Finde sie, dann geht es dir besser. Aha. Daddy. Was zum Henker? Komm zurück, das ist meine. Gib die her. Oh, jetzt gibt's erstmal hier zackig fett auf der Fresse, ey. Meinst du nicht? Wer sagt, dass ich dich rette?
Greife stattdessen mit der linken Maustaste an, du bist lustig. Ah, alles klar. So. Ach, darauf soll ich machen. Och, ja, leck mich fett, ey. Gibt's da irgendwo eine Eve-Spritze oder so? Das wäre total cool. Oh, wir gehen da zum Eve-Spender. Ich glaube, deswegen stand der da. Schalala, lala, schalala. Yeah. Ach so. Ha. So, gib mal her. Ich hätte ganz gern noch einen. Okay, dann eben nicht. Dann nehme ich das halt so hin. Oh, hier liegt ja noch eine. Krasser Scheiß. So. Bam, badadada. Weiß ich nicht. Irgendwie nimmt das immer so ein bisschen den Ernst der Lage. Ich weiß auch nicht. Das ist so gefühlt. Aha. So. Die Notausgangstür. Wo ist sie denn? Endlich. Ein Signal. Hör zu, mein Name ist Tannenbaum. Ich habe gesehen, wie du das Licht eingeschaltet hast. Und ich weiß, wer du bist. Bitte komm zu mir in die Bahnstation. Ich brauche deine Hilfe. Dringend. Ich bin ein Zauberer. Ich kann Licht machen. Außerdem mache ich aus sauberer Luft stinkige Luft. Das kann ich sehr, sehr gut. $5, um die Tür zu öffnen. Ihr seid ja wohl nicht ganz dicht, ey. Hallo? Geht's dir zu gut? Ich wollte doch nur gucken, ob's dahinter weitergeht. Blöde Kuh, ey. Oh, warte mal, durchsuche Leichen nach Beute, das ist eine gute Idee. Yay, ich habe ein Dosenflash bekommen. Und ein paar Dollar. Na, ah. Hallo? Hier spricht Dr. So. Hier war doch irgendwo noch einer. Wo ist er? Wo ist er? Dies ist eine Nachricht an das Volk. Denkt daran, ihr seid nicht allein. Seht in mir nicht eine Herrscherin, sondern die Mutter der Familie Raptures. Nee? Außerdem, wo steht der altmodische Volksempfänger? Wo ist er? Ich muss sie zerstören. Ha! Eine Nietenpistole. Wups. Wups. Ich wollte gerade einen unheimlich fiesen Spruch mit, mit der Hauptschule und Nietenpistole bringen, aber ich glaube, ich lasse es dann doch lieber. Womit ich natürlich jetzt nicht sagen soll, dass alle, die auf der Hauptschule sind, Nieten sind, aus dem ganz einfachen Grunde, weil sie können da eigentlich auch nichts für. Das ist eigentlich hauptsächlich ein Mark Meltzer wird uns sprechen. Ich habe es notlebend hier runtergeschafft. Aber hier ist es tatsächlich. Rapture. Hierher haben sie mein armes Mädchen verschleppt. Was ich aus dem U-Boot heraus gesehen habe, liegt das meiste der Stadt in Trümmern. Aber hier und da gab es Lichter und Formen, die sich bewegt haben. Ich fasele dummes Zeug, aus Angst vermutlich. Aber vielleicht, wenn ich diese Dr. Lamb finde... Ja? Was dann, hä? Zum Henker bist du! Ich hoffe gleich tot! Aber wobei, wenn das so weitergeht und meine ganzen Waffen irgendwie alle ausgehen, dann sehe ich da irgendwie ganz schwarzes nicht auch nur ansatzweise überstehen. Mal unser Eve auch gleich alle ist. Hey, komm zurück! Wobei, vielleicht ist es besser, wenn sie doch geht. So. Im Gesicht der Tatsache, dass wir... Dies ist eine Nachricht an das Volk. Denkt daran.
Big Sister achtet auf Little Sister. Stört ihr die Arbeit einer Little Sister, wird Big Sister euch finden. Okay. Aber ich bin auch der Big Daddy. Ich pass doch auf. So, jetzt die Frage. Folgen wir dem Pfeil, der hoffentlich nicht da lang führt? Scheiße. Oder gehen wir erstmal hier nach oben? Wir gehen erstmal hier nach oben. Mal gucken, vielleicht gibt es ja hier noch irgendwie was Tolles oder so. Ja, ganz eindeutig nicht. Verdammt! So, die Meter-Banketthalle, okay. Ach, Banketthalle. Ja. Will ich da runter? Oh, Scheiße. Hallo, Wasser. Was geht? Alles klar bei dir? Ganz schön kalt in dir. Okay. In diesem Anzug kann dir selbst der Ozean nichts anhaben. So weit, so gut. Aber Rapture hat schon viele große Männer das Leben gekostet. Alleine kommst du nicht weit. Du kannst es noch zur Bahnstation schaffen. Suche mich dort. Okay. Ich gebe mein Bestes, Miss Tenbaum. Stellt die sich zu Weihnachten eigentlich selber auf? Kommt her, Kinder. Wir wollen uns dekorieren. Scheint mir so irgendwie im ersten Moment doch ziemlich absurd. Stellt euch mal vor, die gehen dann zur Arbeit, zur Schule, zur Uni, keine Ahnung, whatever. Wie laufen denn da wie ein Tenbaum durch die Gegend? Krass. Muss ich jetzt hier echt runter? Ja, danke. Danke, Spiel. Ich wollte zwar noch da stehen bleiben und ein bisschen die Aussicht genießen, aber hey, macht ihr nichts. Hey, guck mal, da läuft was. Ich folge dir. Warte, ich komme da hoch. Ey. Ich gib's dir gleich richtig, ey. Ah. Oder auch nicht, ne? So. Genau. Lass mal ab, die Gacke hier. Hey, Daddy ist zu Hause. Nicht die Mama, nicht die Mama. So, aber wisst ihr was? Falls euch diese Folge gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren, kommentieren und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.